Hallo, liebe Leute. Heute spielen wir mal was ganz Besonderes. Es gibt ja eine ganze Menge Simulationsspiele auf dem Markt. Euro Truck Simulator, andere Bussimulatoren, Landwirtschaftssimulator, aber es gibt auch einen Drug Dealer Simulator. Nicht übel, oder? Ich mache erstmal die Musik etwas leiser. Das dröhnt mir massiv auf die Ohren gerade. Nachts ausschalten? Nee. Das ist doch nichts für uns. Ansonsten mal gucken, ob die Grafik passt. Ja, Bildschirmauflösung. Ja, Fullscreen, Schattenqualität. Hoch, hoch, hoch. Das Spiel wird nicht so viel brauchen, denke ich mal. Sprache Deutsch, Steuerung passt auch. Ja, ich habe auch die Demo schon ein bisschen gespielt. Ich glaube sogar anderthalb Stunden lang. Und das war noch nicht zu Ende. Ich habe nur aufgehört, weil ich dachte, nee, mehr brauche ich nicht. Und ich habe mir dann auch gleich die Vollversion gekauft. Diese 11 Euro waren ganz okay. Als ich dann eine Stunde später bei Steam nachgeschaut habe, waren es plötzlich 14 Euro, die man zahlen soll. Sehr seltsam. Also ich bin irgendwie nochmal günstiger bei weggekommen. Ja, und jetzt werden wir mal gucken, wie das Leben als Straßendealer so ist. Ich gehe da jetzt blind rein. Ich habe zwar durch die Demo schon ein paar Sachen kennengelernt, aber wer weiß, vielleicht kommen hier auch noch Dinge vor, die ich nicht kenne. So, neues Spiel. Schwierigkeitsgrad aussehen. Ah, okay. Ich darf mir aussuchen, wie schwer das ist. Bestimmt für gelegentliche Spieler. Langsam und ruhig. Normal. Okay. Ja, ich nehme eigentlich immer den mittleren Schwierigkeitsgrad. Nicht zu pussymäßig. Und für den Fall, dass mir Mittel noch zu schwer ist, kann ich es dann runterstellen. Und zu schwer wäre zu frustrierend. Ich bin da noch nicht so vertraut. Polizeihunde haben ein Gespür für Drogen in der Nähe. Vermeide sie. Okay. Das ist nämlich auch so ein Ding. Wir können ja nicht einfach dealen. Hohes Risiko und Sichtbarkeit können die DNA anlocken. Also die Werte so niedrig wie möglich. Okay. DEA ist die amerikanische Drogenverfolgungseinheit. Beziehungsweise Behörde. So, here we are. The adventure is hot. The big question is this my story or your story? Let's find out together, shall we? Got that blunt handy? Ach, ist das schön, wenn Leute so friedlich aufstehen können. Okay, das ist wohl meine Bude. Die sieht auch schon mal einen Tick anders aus. Oh, ein Anruf. Den nehmen wir doch mal an. Der Eddie ruft an. Ich muss E, um anzunehmen, und Q, um es abzulehnen. Na, wir nehmen mal an. Hope you're up. I would let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. Okay, die erste Aufgabe. Du kannst mit Tab und dem Organizer am oberen Bildschirmrand deine aktuellen Aufgaben prüfen. Um die Standorte einzusehen, drücke M, um die Karte zu öffnen. Dort findest du Marker mit den Quest-Locations, Kunden und anderen Punkten. Okay. Yeah, good old Eddie. He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say, huh? Go meet him. He'll prep you up for the job. Okay. Arbeitsstation. Okay, hat man Workstation einfach wortwörtlich übersetzt. Ich hätte es jetzt Arbeitsplatz genannt. Aber das Spiel ist auch erst seit gestern auf Steam. Also es ist heute der 17. April, soweit ich weiß, ja. Und seit dem 16. ist es draußen. Das heißt, wir dürfen noch mit einer Menge Updates rechnen, weil kein Spiel wird heutzutage fertig in den Store gestellt. Jeder Spieler spielt erstmal eine Beta. Das zeigt sich auch ein bisschen an den Fehlern, die es noch gibt in der Übersetzung. Aber das, ja, dürfte nicht so schlimm sein. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ja, bis die Namen da mal fertig durch sind. Alles polnische Namen, also ist wohl ein polnischer Entwickler. Ah, einen kleinen Rucksack, den wir mitnehmen können. Sehr gut. B gedrückt halten. Rucksack schmeißen. Ah, okay. Wir
können den Rucksack werfen. Rucksack schmeißen. Hätte ich so nicht übersetzt, aber okay. So, was ist im Schrank? Apartmentschlüssel, Schlüssel fürs Apartment. Okay, das ist schon mal gut. Ah, du kannst die Tür öffnen. Ach, wir werden hier drin eingesperrt. Ja, okay, das ist natürlich gut. Aber eigentlich geht doch jede Tür auf. Naja, vielleicht ist unser angehender Drogendealer so paranoid, dass er sich selber einschließt. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen in unserer Bude um. Sieht fast so ähnlich aus wie bei mir zu Hause. Auch schön minimalistisch, keine Nahrungsmittel. Ja. Ich hoffe, da wird sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber vielleicht können wir ja auch die Bude erweitern, wenn wir Geld verdienen. Oh, ein toller Spiegel, komplett schwarz. Und bald werde ich sterben. Task revivable, okay. Kann ich das nochmal einsehen? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. In der Demo war das schöner. Da standen die Aufgaben alle direkt dort oben. Das ist die Karte, okay. Polizeiwache. Triff dich mit Eddie, ist unsere Mission, okay. Ah, das Handy rausholen, dann wird es angezeigt. Können es freischalten, können die Karte anzeigen und eine Taschenlampe anmachen. Ja, okay. Okay, Eddie hat uns mal angerufen. Nachrichten können wir, haben wir keine. Ja, dann gehen wir doch mal zu Eddie. Tür auf und aufschließen und raus aus dem Haus. Mein Gott, das ist echt eine ziemliche Drecksgegend hier. Der Vermieter sollte mal ein bisschen was machen. Enjoy the curva, Rio. Ah, okay. Hey, Liza. Ja? Ich will schlafen. Oder wollte es. Okay, ich bin um 11 Uhr morgens erst wach und... Naja. Wer verbrennt denn hier einfach Autoreifen? Hat ein bisschen was von Postal. Diese ganze Atmosphäre. Sieht irgendwie aus wie Postal, oder? So ähnlich wie Postal 4? Irgendwie schon. Naja. Ich will meinen Rucksack nicht schmeißen. Dieser eine Hinweis kann da auch gern wieder weg. Eddie. Gucken wir mal auf der Karte. Ja, das hier ist wahrscheinlich Eddie. Er ist auch der Einzige, der hier rumliegt. Okay. Wie setze ich mich? Ah, mit F. Natürlich ist Eddie ein Schwarzer. Natürlich, Drogenhändler sind immer schwarz. Weiß jeder. Klar. That's what you're gonna be selling, so test it out. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come here. Sit down and just watch this shit. You know that every trap in the US has this bull? 25 million bucks it cost them. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway, how was the party? Kann mich nicht erinnern. Yeah, you young motherfuckers tend to do that. Nowadays I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard in one evening. Well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up. I'm your main and only contact in the cartel. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife, all in one person. You need dope? You write to me. You got the cash for the cartel? I take it. You shit your pants? I need to know before you change your underwear. Straightforward. We're gonna start basic. Grass and amp. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home, and get your laptop. There'll be clients writing you soon. You make them sales, and I'll get back to you soon after. Questions? Wie kennst du den toten Briefkasten? Drogen? Über einen Laptop? Ich dachte, wir verkaufen auf der Straße. Ja, Shadycom. Es ist eine encrypted App. Cartels in the 21st century now, baby. Totally safe. Even if the police do get it, we can destroy all the data instantaneously, both server and on the client side. And they won't get shit. This is good stuff. Wish I had things like that in my time back on the street. Was ist ein toter Briefkasten? Ich bin mir nicht sicher, wohin ich gehen soll.
Toter Briefkasten weiß ich sogar, deswegen frage ich mal mit dem Gehen. Oh, you're a smart boy. You'll find it. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later. Okay. Ja, wir haben wohl einen neuen Job, beziehungsweise wir sind noch recht unerfahren. Ah. Just in case you're wondering, dead drops are hidden drop points, where you will retrieve smaller packages. Yo, trash bins, hole in the ground, a big crack in the wall, you name it. They're usually marked by some kind of symbol, so you should find it pretty easy. Okay, zwei Tasks. Gucken wir mal. Erlange deinen ersten Stoff aus einem toten Briefkasten. Ah, ich muss das Handy aufhaben, damit das links oben angezeigt wird. In der Demo-Version war das die ganze Zeit an. Okay, gut zu wissen. Ich finde die Steuerung noch ein bisschen blöd, dass man das so... Ich muss jetzt die ganze Zeit Tab halten, damit das angezeigt wird, aber... Naja, gut. Wo ist das? Ah, das ist ja direkt in der Nähe, hier beim Supermarkt. Ich kann es auch nochmal erklären, also eine beliebte Methode unter Drogendealern ist es, dass man quasi seinen Stoff irgendwo aufbewahrt und dann ja, holt, wenn man ihn benötigt. So, beim Supermarkt. Könnte doch hier sein. There it is. See it? Ah, suchen Öffnungen der Wand. Hm. Ah, was haben wir denn da? Warnung, Items, die zu lange in einem Container verwahrt werden, könnten gestohlen werden. Okay, wir müssen uns also immer beeilen, wenn wir irgendwo eine Lieferung abholen müssen. 2x3 Gramm Päckchen Marihuana, beliebte und leichte Droge. Und wir haben ein Päckchen 5 Gramm Amphetamin, mittelstarke, ziemlich suchterregende Speeddroge. Ja, okay. Ziehen wir dann alles mal per Drag and Drop rüber. Steuerung und Aufheben. Okay, interessante Übersetzung. Okay, dann haben wir hier Inventar, das ist unser Rucksack. Was ist drin? Ist das. Wir haben hier auch ein Limit, also wir können nicht mehr als 40... Ja, was ist das? Gramm tragen und wir... Es darf nicht allzu groß sein. Okay. Hat was von Stalker. Dann haben wir eine Charakterentwicklung, Risikofaktor und Sichtbarkeit. Das ist wohl, wie interessant wir für die Polizei sind, wie viel Erfahrung wir haben. Und dann können wir noch Skills verbessern, die quasi, ja... Bestimmte Skills verbessern, was weiß ich, ne? Gucken, Taschen vergrößern, die Ausdauer erhöhen beim Rennen, Schlaukopf, Erfahrungspunkte schneller gewinnen und so weiter. Und Organizer, ja okay, erlange deinen ersten Stoff aus dem Briefkasten, habe ich gemacht. Ja, okay. Ja, wir kriegen jetzt Nachrichten aufs Handy, aber wir können sie nicht lesen. Dafür müssen wir nach Hause an den Laptop, wegen dieser Spezialsoftware. Das finde ich persönlich ein bisschen blöd. Wenn man das auch unterwegs lesen könnte, wäre schon ganz gut, aber naja, vielleicht kommt das ja noch. So, dann gucken wir mal, was wir für Aufträge haben. Shadycom? This is Shadycom. A special, fancy, dark web communicator. This is where you order the merchandise from Eddie. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. Okay, Shadycom, das ist quasi unser, ja, Programm. Wir können hier die Preise einsehen, was Drogen gerade kosten. Wir können aktuell nur auf zwei zugreifen, Marihuana und Amphetamin. Das nächste wird Ecstasy sein. Und bei der nächsten steht es noch nicht da. Ich tippe mal auf, dass sowas wie, keine Ahnung, vielleicht LSD, Koks, Heroin, Crystal, sowas wird noch dabei sein. Mal gucken. Und hier haben wir, ja, Eddie, unser Kontaktmann im Kartell. Vielleicht werden es später noch mehr. East Old Town, ne, da fehlt das T. Und bei dem können wir bestellen, also zum Beispiel ein neues Angebot erstellen. Und wir können ihm sagen, wenn wir das Geld haben, das, will er ja bezahlt haben. Also wir bestellen bei ihm die Drogen, die holen wir ab, müssen die noch nicht bezahlen, verkaufen die und von dem Geld, was sie da erhalten, bezahlen wir wiederum ihn. So einfach ist das. So, hier haben wir drei Kunden. Valentina Sanescoba in West Old Town. Jo, 3 Gramm Gras bitte. Okay. Wir können die Nachricht auch als gelesen markieren. Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Jetzt können wir hier darauf antworten.
Wir können die Bestellung ablehnen, das ist in dem Fall jetzt nicht erlaubt, weil das unser Tutorial ist. So, bestätigen wir, klar, liefere geradeaus und die müssen wir gleich auf der Straße dann treffen. Die Qualität wird ja recht gut erwartet, aber da weiß ich noch nicht so viel. Kamil Parkan, irgendeine Chance für Bambinos? 3, 5 Gramm, um genauer zu sein. Okay, Bambinos weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber wird wohl passen. Es könnte das Amphetamin sein, weil wir davon 5 Gramm haben. Was haben wir hier? Raphael soll es wahrscheinlich sein. Kurapanka. Jojo, hast du 3 Gramm Gras? Brauch ein wenig. Jo, das kriegen wir hin. Und wir sammeln Erfahrung und steigen im Level auf. Und das ist für bestimmte Dinge gut. Ja, den habe ich schon mitgenommen. Ah, noch ein Tipp. Shadycom. Mit Shadycom kannst du Drogen bestellen und mit Kunden kommunizieren. Wähle eine Person in der Kontaktliste aus und klicke auf den Chat, um die Optionen einzusehen. Ja, das hätte ich gern vorher gewusst, wenn ich ein neuer Spieler bin. Nachdem du die Bestellungen bestätigt hast, werden die Kunden auf der Karte erscheinen. Finde und liefere ihnen ihre Päckchen aus. Du könntest diesen sexy roten Rucksack vom Schrank dort gebrauchen. Ja, den habe ich schon mitgenommen, in weiser Voraussicht. Ich weiß, du bist wahrscheinlich an diese sissy casual games, wo Geld in einer magic cloud unter Gottes fucking pillow ist. Aber es ist nicht der Fall für uns hier. Du brauchst Space, um Geld zu tragen. Also nimm das in consideration, bevor du diese ersten Klienten runnst. So, dann hätte ich gerne mal das Handy. Ja, das zeigt an, wir haben Nachrichten erhalten. Jetzt ist es schon wieder entsperrt. Und die 3 Tasks, die 3 Gramm Marihuana, Amphetamin zu Kamel, okay. So, dann gehen wir mal los, gucken auf der Karte, wo die sind. Okay, dann gehen wir als erstes mal zum Raphael. Der ist hier direkt in der Nähe. Welcher ist das? Der ist wohl hier irgendwo. Ah, das ist er wohl. Hi, Kumpel. Hast du? Ja. Shit, was wollte er nochmal haben? Ah, hier oben steht's. 3 Gramm Marihuana. Das ist ein bisschen tricky. Jetzt würden wir ihn beide nehmen. Da habe ich ein bisschen herausgefunden, ich muss Steuerung gedrückt halten. Dann darf ich Menge zum Aufheben. Naja. So, jetzt ist es nur das eine. Das andere möchte ja der andere. Und bitteschön. Oh, and did I tell you? Backpacks have downsides as well. The bigger the backpack, the slower you run. And more suspicious you may appear to the police. Ah, okay. Okay, I told you. Now that's your problem. Das ist gut zu wissen. Vielleicht kann ich ihn auch nachher erstmal wieder nach Hause zurückbringen, weil ich glaube, die paar Mengen, die brauche ich keinen Rucksack für. Das ist wohl der nächste. Das ist der Kamil Parkan oder Pachan oder wie man immer das ausspricht. Der wollte das Amphetamin haben. Du bist endlich hier, hast den Stoff. Ja. So, hier haben wir Bargeld. $30 haben wir für die 3 Gramm Marihuana gekriegt. Das ist, glaube ich, ein realistischer Marktpreis. Hier, gönn dir. Nicht alles auf einmal verbrauchen, okay? Gibt Erfahrung und Geld $50. Schön. Und Respekt haben wir auch erhalten. Okay, die Valentina, die ist hier unten irgendwo. Ihr seht hier unten, Ausdauer, die verringert sich, wenn ich renne. Logisch, kein Mensch kann unbegrenzt rennen. Auch beim Klettern. Okay, da kann ich nicht hochklettern. Wird das ebenfalls ein bisschen verbraucht, aber nicht ganz so stark. So. Wo ist die gute Frau denn? Ich finde es schade, dass es keine Minimap gibt, aber die ist wohl in moderneren Spielen aus der Mode gekommen. Schade, ich mag sie. Hi. Jo. Hast du was wolltest? Was ich wollte, heißt das. Hm. Hier, 3 Gramm Marihuana. Bitte nicht alles auf einmal verbrauchen. Gönn dir. Level 2, prima. Wir sind aufgestiegen. Eigenständigkeit. Okay, du hast deine ersten Deals und dein erstes Geld hinter dir. Die Kunden sollten bald mehr bestellen. Geh zum Computer und bestelle bei Eddie mehr Dope, um deinen Vorrat zu vergrößern. Ja. Ich nehme an, dass er die ersten Drogen uns geschenkt hat. Oh. Neue Nachricht. Okay, das ist eine Nachricht von Eddie. Wo wohne ich nochmal? Ah, ich krieg's auch angezeigt. Ich finde es allerdings meistens doch ein bisschen unübersichtlich. Diese ganzen verschiedenen Eingänge. So. Müssen natürlich auch darauf achten, dass wir das bezahlen können, was Eddie uns bringt. In der Zwischenzeit noch neue.
Aufträge. Wir müssen mehr Dope bestellen. Check die Tankstelle auf der Suche nach pulverigen Zusatzstoffen ab. Okay. So, das sind unsere Kunden. Was möchte Eddie? Okay, hab gehört, dass du ein paar Deals abgewickelt hast. Nun, wenn du mehr Drogen brauchst, schreibe mir. Wir bleiben in Kontakt und ich sage dir, wo und wann das Paket abgelegt wird. Okay, dann bestellen wir mal. Das können wir jetzt machen. Er möchte kein Geld für die Drogen haben. Die haben wir wohl geschenkt gekriegt. So, mal gucken. Ja, was brauchen wir? Marihuana brauchen wir auf jeden Fall. Ja, 10 Gramm für $50, das dürfte gehen. Wir dürfen für 130 bestellen. Wahrscheinlich dürfen wir das erhöhen, wenn wir ein bisschen mehr Vertrauen haben, aber wir sind ja noch am Anfang. Ja, Amphetamin nehmen wir auch, sind dann ja $120, die hätten wir gerne. Auch ein paar Sachen, grüne Fee und Speed. Da wird er jetzt gleich drauf antworten. Okay, sollte in circa 0 Stunden 30 Minuten fertig sein. Warte auf mehr Infos. Okay, der braucht natürlich eine gewisse Zeit, um das Zeug zu besorgen und zu deponieren. Das müssen wir abwarten. Warten. Die Lieferung einer Bestellung kann einige Zeit lang dauern. Alles hängt davon ab, wie groß das Päckchen ist. Vergiss nicht, dies im Voraus einzuplanen. Eddie wird dich darüber in Kenntnis setzen, wenn das Päckchen fertig ist. In der Zwischenzeit kannst du entweder eine andere Aufgabe übernehmen oder warten. Drücke T in deinem Versteck, um das Wartenfenster zu öffnen. Ja, probieren wir mal. So, jetzt können wir Zeit schinden, warten, bis der Typ es deponiert hat. Wir müssen allerdings von selber aufhören zu warten und eine halbe Stunde hat er gesagt. Ich glaube so... Ah, was haben wir da? Neue Kunden gewinnen. Du hast bislang 3 Kunden, das ist süß, aber so kommst du nicht weit. Damit dein Geschäft wächst, musst du mehr Gegenden freischalten und deinen Respekt in dir in der Höhe halten. Hm. Gehe zum Computer und bringe in Erfahrung, wie man neue Gebiete erobert. Okay, dann höre ich mal auf zu warten. So, haben wir das? Ah, dann hole ich aber erstmal das Päckchen, bevor mir eventuell der Inhalt geklaut wird. Das ist schließlich wertvoll, das Zeug. Wo hat das deponiert? Hier unten. Kann ich da einen Wegpunkt setzen? Nein. Schade, man kann keine Wegpunkte setzen, aber ist ja irgendwie auch blöd, wenn man keine Minimap hat oder sowas. Ja, Schulden bei Eddie begleichen. Zahle Eddie deine Schulden zurück, wenn du ein wenig Geld mit Deals machst. Ja. Umsonst kriegen wir das ja auch nicht. Wir sind ja die unterste Stufe im Geschäft. Mal gucken. Hier muss es irgendwo sein. Drug Patch. Okay. Ich finde es jetzt gerade nicht. Entweder bin ich ein bisschen dumm. Wo ist denn das? Ah, hier Mülleimer vielleicht. Ah! Ja, 10 Gramm Marihuana und 10 Gramm Amphetamin, so wie wir bestellt haben. Und 5 Skillpunkte sind verfügbar. Das ist schön. Mal sehen, was nehmen wir denn da? Das gibt's allgemein. Taschen. Vergrößere die Anzahl der Taschen, um mehr Items mitnehmen zu können, wenn sie nicht mehr in den Rucksack passen. Ja, das ist okay. Stamina, okay. Vergrößere deine Ausdauer, solange dass du länger laufen und springen kannst. Ja, auch nicht schlecht. Läufer. Vergrößere die Geschwindigkeit beim Rennen und lässt sich so schneller der Polizei entwischen. Ja. Zahnkappen-Skill verringert die Gefahr, dass du geschnappt oder von der Polizei kontrolliert wirst. Zunehmend bist du nachts noch weniger sichtbar, weswegen die Chancen steigen, dass du am Tag von der Polizei nicht gecheckt wirst. Okay. Der Illusionist verleiht dir eine geringe Chance von so und so viel Prozent, dass die Polizei bei einer Durchsuchung keine Drogen von dir findet. Okay. Verkäufer vergrößert die Preise, die du für ein Produkt verlangen kannst, somit auch die Zahl der Verkäufe steigt. Verringert die Zeit bis zum nächsten Einkauf eines Kunden und bis ein neuer Kunde auftaucht. Das ist relativ nützlich. Schlaukopf erhöht die Erfahrungspunkte für Verkäufe und Quests. Über 50% verleiht dir 2 zusätzliche Skillpunkte pro Level. Okay. Das ist dann so ein bisschen... Ja, das mache ich erstmal, damit wir schneller leveln können. So, 3 habe ich noch übrig. Mal gucken, die kann ich jetzt natürlich auch wieder direkt hier reinstecken. Aber vielleicht vergrößert die Preise, die ihr für ein Produkt, wo ich die verkaufe.
Die Polizei ist aktuell noch nicht so gefährlich, deswegen können wir die außen vor lassen. Na, ich erhöhe zweimal den Schlaukopf, damit ich schneller level. Dann kann ich davon später richtig profitieren. So, das Päckchen ist abgeholt. Jetzt. Oh, wir werden angerufen. Hi Eddie, was geht's? By that tire fire situation, and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around, they might be nosy. Okay, ab jetzt ist die Polizei im Spiel. Sobald eine Patrouille auftaucht, sollten wir besser nicht auffallen. Zumindest nicht, wenn wir Drogen haben. Und von unseren drei Kunden sind auch schon neue Bestellungen zu Hause. Das ist gut, die gucken wir uns dann auch gleich mal an. So. Ab wieder zurück. Ich würde sagen, ich speichere das Spiel jetzt. Oh, ah, ich darf noch nicht speichern. Okay. So, was in der Allgemeinen? Okay, check die Tankstelle nach den Zusatzstoffen. Ich muss Eddie die Schulden zurückzahlen, wenn ich das Geld habe. Ich muss East Old Town und den alten Marktplatz, den alten Markt, freischalten. Und ich muss zur Arbeitsstation gehen, um zu erlernen, wie der Stoff vorbereitet wird. Ja, okay, das mache ich erstmal. Kümmere ich mich um die Kunden. Okay, East Old Town ist abgeschlossen, das darf ich freischalten. Mache ich dann nochmal. Okay, beim Marktplatz, da brauche ich noch ein bisschen Respekt. Eddie hat auch noch Nachrichten. Ja, das Paket wartet, prima, das haben wir schon geholt. Valentina, was kann ich für dich tun? So, hast du 2 Gramm Bambinos, brauche ein wenig. Okay, 2 Gramm Speedfilze haben. Der Kollege möchte auch 2 Gramm Amphetamin, also beide möchten Speed. Und was möchte der Kamil? Auch Amphetamin, 2 Gramm. Okay, dann brauchen wir das Marihuana jetzt erstmal nicht. Spray-Symbol aussehen. Ah, das ausgewählte Symbol wird als Kennzeichen für dein Territorium gelten. Das Markieren deines Territoriums ist eine gute Lösung, um den Respekt in deiner Gegend aufrechtzuerhalten und Kunden bei dir zu behalten, sodass die Verkaufszahlen nicht fallen. Okay. Was nehmen wir denn mal? Den Totenkopf, das Radioaktivsymbol, diese Grenze, ja, Sense, 420. 420 steht garantiert für irgendwas, aber ich weiß leider nicht für was. Ich bin ein rechtschaffender Bürger, ich habe mit sowas nichts zu tun. Nehme ich mal diesen Totenkopf mit dem Ganja-Blatt. Okay, eine Sprühdose kann ich in einem Shop kaufen, wie an der Tankstelle, oder benutze Dosen im Ghetto suchen. Halte aus schon nach Graffitis. Ah, okay. Ja, ganz schön viele Aufgaben. Kaufe Sprayfarben, markiere 4 Wände in der Altstadt. Einen potenziellen Kunden finden und ihnen eine kostenlose Probe vorbereiten. Okay. So, erstmal möchte ich meinen Kunden rückmelden, dass ich ihre Nachricht zur Kenntnis genommen habe. Amphetamin, 2 Gramm. Ja, die kriegst du. Die kriegst du auch. Und die auch. So. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Wir haben die 10 Gramm in einer Tüte und haben die nicht unterteilt. Das ist jetzt ein Fall für die Arbeitsstation, wie sie genannt wird. Arbeitsstation. Arbeitsstationen sind ein Teil des Equipments. Hier kannst du dein Drogenlabor einrichten, Drogen und Stoffe zu mixen und verarbeiten, lagern. Hier wirst du auch dein Endprodukt verpacken, um es zu verkaufen. Drücke I in der Arbeitsstation, um die Anleitung einzusehen. Okay. You're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? You'll find more info in the workstation manual. So, wie war nochmal? I. Okay. Ah ja, da stehen dann die ganzen Mixerflüssigkeiten, um Stoffe zu mischen. Eine Mühle. Eine Pillenmaschine. Okay, ein Container ist zum Aufheben. Arbeitsmodus, Funktionen, Stoff hinzufügen. Ah, okay. Ja, das werde ich natürlich jetzt nicht alles vorlesen. Erstmal, zack, unsere beiden Drogen. Ich verlasse die Station nochmal und gehe erstmal zur Tankstelle. Vielleicht ist das ja Pulver zum Strecken, was wir kaufen. Das wäre gerade jetzt, wo wir Amphetamin verkaufen wollen, vielleicht eine ganz gute Sache, wenn wir den Leuten da ein bisschen was untermogeln können. Denn wir wollen ja unsere Gewinnspanne erhöhen. Wenn wir weniger Reinsubstanz kaufen, aber die Leute den gleichen Preis zahlen, ist das natürlich ein erheblicher... Amy Schrader oder Schrader. Hi.
Ja, und was brauchst du? Nicht gut übersetzt. Ich möchte gern was kaufen. Okay, wir haben 116 US-Dollar. Waschpulver, Backpulver, Ibuprofen, Spraydose, Rucksack, mittlere Packung, Aceton, Salz, Zucker. Okay. Ich glaube, dann nehmen wir mal ein bisschen Backpulver mit. Aber nicht so viel, nur ein bisschen. Sagen wir mal 2 Stück. Und Spraydose sollten wir ja auch mitnehmen. Da nehme ich 2. Okay, wir können größere Rucksäcke kaufen, Aceton und so weiter. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt noch nicht. 54 Dollar kostet das, Alter. Das ist doch schon teuer. Aber schlag ein. Ja, du auch. Prima. Zusatzstoffe, prima. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was für eine Kategorie Amphetamin ist. Aber ich schätze mal, Amphetamin wird zur Kategorie Pulver gehören. Ich habe es nie genommen, das Zeug. Aber ich schätze mal, Speed ist ein Pulver. Das zieht man sich durch die Nase. Vielleicht können wir das ja mit diesem Backpulver strecken. Das ist nicht so gesundheitsschädlich und wir haben einen höheren Gewinn. Wir gehören ja nicht zu den Leuten, die irgendwie Rattengift oder sowas da reinmachen. Das ist halt hochgradig assi. So, dann gucken wir mal. Das Backpulver. Ich weiß nicht, warum wir das... 12 Kilo haben wir gleich. Boah, brauchen wir gar nicht so viel. Nehmen wir mal ein großes Glas und ein kleines Glas. Mischplatte. Ja, stellen wir einfach mal alles hierher. So, gut gemacht. Nun können wir den Stoff im Container platzieren. Ja, wir können die... So, man muss hier... Labormodus ist ins Glas. Ah, okay. Ah, jetzt muss ich wieder im Labormodus sein. So, ich habe jetzt gerade... Warum zittert denn das Spiel jetzt so? Gut gemacht. Nun können wir den Stoff im Container platzieren. Es gibt immer 2 Wege, dies zu tun. Wähle den Stoff mit linker Maustaste aus und wähle dann Stoff hinzufügen. Rechte Maustaste oder ziehen. Ah, okay, wir können es einfach reinziehen. Ja, nehmen wir mal alles. Aufkleber, ja, Marihuana ist ja auch drin. Okay, jedes Gerät im Equipment verfügt über eigene Optionen. Eine davon ist Produktverpacken, wo du die Größe und das Fassungsvermögen im Gramm für das Päckchen auswählen kannst. Wenn du mehr Details zu deiner Arbeitsstation einsehen möchtest, müssen wir die Anleitung bringen. Ja, dann packen wir das Amphetamin mal in das kleine Glas. So. Aber wir müssen ja jetzt portionieren, das ist ja wichtig. Was haben die Leute bei uns bestellt? Jeweils 2 Gramm. Dann erfüllen wir den Leuten nochmal diesen Wunsch. Ich werde es jetzt noch nicht strecken. Erst im nächsten Punkt. Produkt verpacken. So, 10 Gramm haben wir zur Verfügung. Neues Paket. 2 Gramm und davon stelle ich 3 her. So, haben wir 3x 2 Gramm Amphetamin. Komplett ungestreckt. Du kannst nur das Spiel speichern. Das ist nett. Du kannst es mit dem Videophone. Videophone. Das ist nicht euer Ernst. In deinem Apartment machen. Ja. Wohl vielleicht. Was ist ein Videophone? Habe ich noch nie gehört. Das meinen die wohl. Noch nie gehört. Bin ich wahrscheinlich dumm. Nennen wir es mal Black 1. So. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal schon. Im nächsten Part seht ihr, wenn ich weiterverkaufe und ich guck mal, wie sich das Spiel noch entwickelt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.